Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Sehr schön, dass wir jetzt hier hingefahren sind, was uns absolut nichts gebracht hat. Ich habe da ein bisschen im Internet nachgeschaut. Ich habe keine Ahnung, wo man James finden soll. Und keine Ahnung, ich habe da die Cyberpunk-Wiki durchgeschaut. Es gibt eine Anleitung für die ganze Mission. Angeblich soll er irgendwo hier sein. Allerdings, wie man darauf kommt, dass man ihn dort findet, keine Ahnung. Also, soll das einfach zufällig sein oder I don't know. Auf jeden Fall fahren wir mal dahin, um zu schauen, ob er wirklich da ist. Und, eben dann gibt es auch dieses... dieses Bike, das wir finden können. Von den Tiger Claws. Die Location würde zwar auch angezeigt werden, aber ich meine, wir wissen ja, wo das eigentlich sein soll. Also das sollten wir eigentlich schon alleine finden. Eben bei dieser All Foods Fabrik in der Nähe. Aber jetzt fahren wir erstmal dahin. Ja, keine Ahnung, ich glaube, also wirklich, wenn ich die Mission wahrscheinlich verfolgt hätte, als wir das gefunden haben, wäre es wahrscheinlich einfach gewesen, schätze ich mal. Weil so ist es ziemlich schwierig, die Hinweise wieder zusammenzufinden, die eigentlich bei der Mission dabei waren. Und ja, ich habe da mal das Polizeiauto geklaut, was da stand. Ist so nervig mit diesen Sprüchen die ganze Zeit, aber was soll's. Ein bisschen besseres Handling. Sind leider noch 2 Kilometer. Bis dahin aber sollte eigentlich machbar sein. Schnellreise möchte ich eigentlich so wenig wie möglich benutzen. Eben um die Stadt ein bisschen zu kennenzulernen. Und Sachen zu finden, die man vielleicht sonst nicht finden würde oder in anderen Let's Plays sehen würde. Also bis eigentlich ziemlich gut klappt. Und wenn ich Schnellreise machen möchte, dann werde ich wahrscheinlich eher auf die Metro ausweichen. Was jetzt natürlich von dort oben ein bisschen schwierig ist. Weil die Metro ist ja doch noch ein bisschen mehr immersive, würde man sagen. Und halt ziemlich cool gemacht mittlerweile. Soll irgendwo vor einem 24/7-Laden sein, wo man James finden soll. Schätzt man wahrscheinlich eher hier unten. Park mal. Autsch. Hier waren wir auch schon ein paar Mal. Ah, das ist unser Apartment. Danke sehr. Trägt auch noch was.
gerade sehe ich nichts Spannendes, was irgendwie darauf hinweisen würde, dass hier was sein könnte. Tiger Claws. Alter, was hat das Spiel gerade für Probleme? Leider ist jetzt wieder manchmal ziemlich überfordert. Schade. Soll eigentlich genau hier sein. Das ist da unten. Alter, 50 FPS. Ah, ich glaube, ich hab's gesehen. Da, James. Keine Ahnung, wie man den finden soll, ob es irgendwie Hinweise gibt. I don't know. Guy in the picture. That you? What the? How the hell did you get that? Found it. Alongside Josie's banged up bike. Trying to figure out what happened to her. Oh, so you a cop? Cut the bullshit. Show me a badge. I were police. You'd already be on the ground, gonk. Cuffed. The fuck are you talking about? You know what? You lured her into a trap. Knew your chooms were gonna zero. Didn't have a choice, all right? She crossed the guy at the top. I had to, understand? They would have zeroed me. Know what? If you'd hazed her, just pretended to be in love so you could use her, you'd just be another asswipe in a town full of them. But no, you really did love her. And you still helped him get her. You're a real shitbag, Jamie. Even for Night City. Shut up! I'll fucking wipe you! Sure. Just you try. I'm skinning you to the bone! Alter, ernsthaft! Oh, was war's mit deinem Kopf? Aber ich meine, na gut, wir wissen ja die Story leider nicht mehr ganz. Du hast es nicht anders verdient, wenn du es in eine Falle gelockt hast. Und sie ist leider sowieso tot wegen dir. Sorry, noch mal kurz im Splitter schauen. Hat das Motorrad versteckt? Maelstrom Revier bei All Foods. Sagen die Tigers nicht hin. Such nach dem Geisterpferd. Torkor ist das Datum von da, als wir uns kennengelernt haben. Könnte gut sein, dass das hier das Datum ist. 14.02.77. Mach da mal ein Foto von, falls wir das brauchen. Und jetzt ist eigentlich die Frage, wo war die All Foods? Animals, Tiger Claws, Mox, Valentinos, Maelstrom.
Also Maelstrom ist hier oben. Ich meine, wir haben die Firma schon mal aufgedeckt gehabt. Und dann soll es ja einen Schnellreisepunkt, glaube ich, geben. Oder einen Übergabeort. Kabuki March. All Foods Fabrik. Was ist das? Maelstrom Revier bei All Foods, zeigen die Tigers nicht hin. Sollte das sein? Sorry Johnny dafür, aber wie gesagt, hat es nicht anders verdient. Das Spiel macht er gar nicht mit. Alter! Ob das jetzt an der Mod liegt? I don't know. Ich hab grad auch ein paar übersprungene Frames. Wir müssen schnell hier weg. Gib mal kurz ein Auto. Alter. Ich glaube, also entweder ist die Grafikkarte, also der Videospeicher gerade überlastet oder was anderes. Irgendwie ist gerade alles überlastet. Alright, da bin ich wieder. Da wollte das Spiel leider gerade gar nicht mehr und ist abgeschmiert, wie man gesehen hat. Ich habe mal 2-3 Mods rausgenommen in der Hoffnung, dass das was bewirkt hat. Die ziemlich viel Speicher wahrscheinlich fressen. Und ansonsten, wenn es dann doch noch Probleme hat, muss ich schauen, wie ich die lösen. Alter, ernsthaft. Wie ich die lösen kann. Oder ob das eben an Mods liegt oder nicht. Das ist halt immer die Frage ein bisschen. Leider weiß ich auch nicht, ob ich irgendwelche Einstellungen geändert habe oder anders als vor der Neuinstallation des PCs. Wäre vielleicht schlau gewesen, wenn ich da ein Foto gemacht hätte oder so. Aber sieht ja jetzt gerade wenigstens ein bisschen halbwegs gut aus. Ja. Und wir sind jetzt mal auf dem Weg mit zu dieser All Foods Fabrik. Da soll es ja eine Garage geben. Wo wahrscheinlich ein Bike drin steht, das sie vielleicht bekommen. Ich finde das geklaute Tiger Claws Bike. Ja. James ist leider tot, denn haben wir die umgebracht. Hat er eigentlich auch verdient, wie ich finde. Wenn er einfach die andere, beziehungsweise seine Freundin, ins Verderben geschickt hat. Und der da aus dem Staub gegangen ist. Okay, jetzt soll es hier irgendwo eine Garage haben. Das da drüben ist keine Garage, da war der Eingang ja zur Fabrik. Vielleicht da drüben. Gut, habe ich ein Foto gemacht. Wahrscheinlich ist es irgendein Datum und da 0214. Aha. Der Highwayman abgeschlossen, endlich. War ein bisschen eine Schatzsuche. Nazar Izumare. 2 Jahre in Folge von Zuschauern der Serie Guns and Horses zum beliebtesten Motorrad gewählt.
Wow, sieht nice aus. Ist auch eine Arch. Archer. Tiger Claws. Bekommen wir jetzt das in unsere Garage, wenn ich da drauf sitze? Ganz kurz mal schauen. Ja, die haben wir jetzt in der Garage. Sehr geil. Alter. Boah, mit Hörnern vorne dran dieser Maske. Nice. Sieht geil aus. Das Schlimme ist ja, die Motorräder gibt es ja wirklich in echt. Die so aussehen. Also, jetzt nicht so mit diesen. Also. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Alter. Tiger Claws. Sieht schon geil aus. Fettes Teil. Danke sehr, James. Danke sehr. Sorry, Josie. Du hättest es echt nicht verdient gehabt. Alright, jetzt mal kurz schauen. Die Mission haben wir endlich mal fertig. Wo sind wir jetzt hier gerade? Da oben. Da gibt es sehr viele NCPD-Überfälle. Ich würde sagen, wir machen mal einen noch. Denn ich weiß gerade nicht. Ja, wie lange die Folge hier wird, weil ja eben die, die Aufnahme abgebrochen wurde, also das Spiel abgestürzt ist und ich die Aufnahme beendet habe. Deswegen mal schauen. Sehr geil, sogar mit Unterbodenbeleuchtung. Ein geiles Motorrad. Dann halt so. Keine Ahnung, wo seine Waffe ist. Gibt's was zum Hacken? Ah, schön. Selbstmord. Da liegen noch zwei, drei Waffen. Ich weiß, unser Standort wird gerade aufgedeckt, aber das ist mir gerade egal. Da kann man nicht rein. Das ist ein Laptop. Mit zwei Nachrichten. Ich brauche Hilfe. Bin ich an Bev. Noch ein Transport unterwegs. Alles auf der Liste unten.
Wie sie kommt, mache ich da noch ein paar andere Dinge. Ah, shit. Egal. Komm schon, da liegt noch eine Waffe. Blut. Noch mehr Blut, noch mehr Blut. Wahrscheinlich im Container. Alter. Selbstmord ist eigentlich schon sehr brutal, wenn man das sich so überlegt. Ah, es geht sogar runter. Kannst du kurz hier hinten schauen, ob es hier was gibt? Da weiter. Und da ist unser Opfer. Inhalt gesperrt. So das denn? Bin ich zu früh hier? Oder habe ich was verpasst? Takanaka, Japan. Ihn können wir interessanterweise nicht scannen. Fehlt uns eine Information? Auch nicht scannen halt. Wie weird. Vielleicht habe ich was übersehen. Und nicht alle wichtigen Infos eingesammelt. Das war ein Polizist gerade am Boden. Auch ein Polizist. Okay. Hände. Was ist hier genau passiert? Was haben die getan? Geschütz. Ah!
Keine Ahnung. Haben wir eine Nachricht bekommen? Nee. Das ist weird. Ich glaube, da fehlt uns irgendeine Information. Muss ich alle Blutspuren scannen? Schätzt man nicht, dass das ist. Das der Fall ist. Neutralisieren Sie Bedrohung, sichern Sie Material. Ich kann schon alles scannen. Spielt mir jetzt keine große Rolle. Vielleicht habe ich ja sonst irgendwas übersehen. Ah, da ist noch was. Nee, wo? Hier. Ein Gespräch zwischen Grizzle und Ryder. Alles erledigt. Info von BRD. Stimmte, das Zeug war da. Maelstrom hatte nichts geahnt. Haben sie völlig unerwartet gefickt. Ein Schum ist entwischt, aber lange macht der es nicht. So durchlöchert wie der war. Findet ihn trotzdem. Keine Zeugen. Alles klar. Der Typ sprudelt wie ein Wasserrohrbruch. Wir folgen einfach der Blutspur. Sauber. Und dann sofort zu mir. Ich habe schon einen Käufer für den Stoff. Roger, wir räumen auf und machen uns auf den Weg. Okay, wir haben den Code geknackt. 1987, sollte funktionieren. Nova. 1897, jetzt haben wir den Code. 1897. 1897 ist ein bisschen hoch. Naja. Wer bist du? Keine Ahnung, wer du bist. Wraith-Gesetzloser. 1897. Ans Tageslicht. Kenton an Ray. SOS. Was los? Habe ein Kilo Blei in meinem Rücken. Das ist los. Jemand hat uns eine Falle gestellt. Gina, Peter, Wacko, alle tot. Oh shit. Ich konnte fliehen, bin in der Kanalisation. Aber wenn ihr mich nicht schnell hier rausholt, verblute ich. Wenn die mich nicht vorher finden. Alles klar, wir sind dran. Halt durch, Joom. Ich versuch's. Nope. So. Muss ja gerade sein. Hat er leider nicht geschafft. Unser Motor steht hier noch sehr gut. Dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. I got you. In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.